Der ganze Zug verlässt sich auf dich, weil ich heute die Doppelschritte zähle. 10, 50, 100, mach einen Knoten, Bruder. Von vorne, 10, 50, 100, ein Knoten. 10, 50, 100, ein Knoten. Dieser Urwald, der verdammte Urwald, er nimmt einfach kein Ende. Matsch in den Stiefeln, Matsch im Gehirn. Ich bin nicht sicher, ob ich das lange durchhalte. Hallo Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich grüße euch. Wir sind also immer noch unterwegs in Sachen Mission Profonde. Wir haben fast alle Teams durch oder sind fast alle Teams durch. Was fehlt, ist das letzte Team und das ist das Team der Topophil-Leute. Ja. Eine kurze Ergänzung dazu. Wir haben hier ganz vorne weg das Team der Orienteure oder der Topografen-Teams, ja, das vorne wegläuft und orientiert mit dem Kompass in der Hand. Deklination nicht vergessen, ja. Und die arbeiten aufs Grad genau. Ein Grad ist ungefähr 17,78 Milliem, wenn ich mich nicht täusche. Und Abweichungen sind natürlich fatal. Aber die arbeiten ziemlich genau. Wir hatten in der Abweichung von der Richtung ganz wenig Probleme. Es ist natürlich, wenn man sich im Dschungel bewegt, natürlich auch wichtig, die Distanz, die genaue Distanz zu haben. Denn damals arbeiteten wir wirklich nur mit Direktion, und Distanz, ja. Und um diese Distanz im Gelände zu messen, hatten wir das Topophil. Und jetzt kommen wir eben zu dem Team Topophil. Was ist ein Topophil? Ein Topophil, das ist eine kleine Metallkiste mit einem Henkel obendrauf. In der Kiste, oben auf dem Deckel, ein Zählwerk, das dann optisch die zurückgelegte Distanz anzeigt, ja. Und zwar in Metern. Und in der Kiste drin, neben, unter dem Zählwerk, eine Bobine. Eine Bobine, das ist eine Spule. Und auf der Spule sind tausende von Metern Zwirn. Ja? Und dieses Team Topophil lief anfangs ganz vorne weg mit den Topo-Leuten eben. Es folgte den Topo-Leuten auf den Fuß. Aber wir haben festgestellt, dass dieser Zwirn durch die nachfolgenden Teams, ja, die ja mit Kup-Kup den Weg schlugen und so weiter, die Athleten, die Legionäre und die Porteure, oft riss. Also wurde dieses Topo-Team nach hinten befohlen, ja, und zwar ganz nach hinten, mit einem Nahsicherer. Wie läuft das Ganze ab? Nachdem alle Teams losgelaufen sind, natürlich besteht unter den Teams immer Funkverbindung, ja, vom ersten bis zum letzten, und brach also das Team Topophil auf. Das Topophil-Team Zweimann, einer trug dieses Topophil in der Hand an dem Haltegriff, der andere band den Zwirn an einem Baum fest und es ging los. Was passierte? Die Spule spulte sich ab, das Zählwerk oben zeigte optisch metergenau die zurückgelegte Distanz an. Und dann gab es Funkverbindung mit dem letzten und mit dem ersten Team, damit das Topo-Team, das Team, die vorne wegliefen, immer ganz genau wusste, welche Distanz zurückgelegt war. Ja. Ich war ein einziges Mal in diesem Team der Topophil-Leute, ganz hinten zum Schluss, und mir ist es tatsächlich passiert, dass der Zwirn einmal gerissen ist und ich das nicht bemerkt habe. Ich habe das ganz einfach nicht bemerkt. Und als wir dann einen Funkspruch bekamen, vorne vom Team der die den Weg weisen, der Topografen-Leute, und die nachfragten, wie denn die Distanz sei, sah ich auf das Spulwerk, auf die Anzeige und stellte fest, dass wir immer noch die gleiche Distanz hatten, wie schon bei dem letzten Funkspruch. Ich sah runter, der Topophil war weg, der Faden war weg, er war gerissen. Ja, wir hatten aber sind zwischenzeitlich schon eine Stunde gelaufen. Das heißt, wir lagen in der Distanz total falsch. Ja, jetzt war es aber insofern nicht so schlimm, weil nämlich der Chef Sass, der ganz vorne weg mit dem Topografen-Team, zwei Leute eingeteilt hatte zum Schrittzählen. Ja. Als wir aber abends das Biwak erreichten, bekam ich natürlich den Mordsanschiss von dem Chef und am nächsten Tag musste ich zur Strafe wieder in dem Team der Topophil laufen, also ganz zum Schluss, ganz hinten, und ich musste die Schritte zählen. Ja. Jetzt habe ich
Es ging natürlich um Doppelschritt. Ich habe auf 100 Meter im Gelände genau eine Doppelschrittzahl von 59 Doppelschritt. Das ergab für mich dann 100 Meter. Man musste natürlich berechnen, haarscharf berechnen, denn diese Doppelschritt von 59 Metern ergibt 100 Meter, waren anwendbar auf eine Ebene. Aber im Dschungel geht es ja bergauf, bergab. Durch Matsch, durch Schlamm, bergauf, bergab. Ja? Also musste man da haarscharf berechnen, wie ist denn das Verhältnis von diesem Doppelschritt jetzt angewandt im Gelände. Da musste man abziehen, man musste dazu zählen. Ja? Und das war nicht so einfach. Jedenfalls kam es vor, dass ich zum Beispiel bei der ersten Pause gleich, nachdem ich eine Stunde lang diese Doppelschritte gezählt hatte, ich zählte immer von 1 bis 59, das war dann meine Doppelschritt für 100 Meter, machte dann einen Knoten in einer Fallschirmleine und dann ging es wieder von vorne los. 1, 2, 3, 4, 58, 59 Knoten. Ja. Und mir ist es passiert, dass ich damals eine Pause einlegte, die erste Pause nach einer Stunde. Und ich, während ich meinen Hering verdrückte, hier meine Sardine mit dem Stück Weißbrot, im Kopf immer noch zählte. Ihr müsst euch vorstellen, wir zählen 8 Stunden lang am Tag Doppelschritt. Das ist, am Ende des Tages konntest du dir eine Kugel in den Kopf schießen. Da warst du Gaga. Ja, das heißt, neben der körperlichen Komponente, neben der körperlichen Strapaze, die so eine Mission profond mit sich führt, da kam dann noch die psychologische. Wenn das Team der Topo-Leute, der Topophil-Leute, die also ganz zum Schluss marschierten, dann abends am Biwak ankam, dann war das Biwak schon errichtet. Ja, es brannte ein Feuer. Meist war das Kollektiv-Essen auch schon in den Töpfen und brutzelte vor sich hin auf dem Feuer. Die Wache war bereits eingeteilt. Ja. Einige Gruppen hatten bereits ihre Hamaks aufgeschlagen. Und dann folgte zunächst mal ein kollektiver Teil für den Zug. Wie gesagt, es ging hier Feuer machen, kollektive Mahlzeit zubereiten, Wache einteilen. Und wenn dann dieser kollektive Part fertig war, ja, dann durfte individuell versorgt werden. Das heißt, jeder konnte dann in seine Ecke seinen Hamak aufbauen, seine Zeltbahnen vorher spannen, damit der Regen nicht aufs Hamak fällt. Ja, Zeltbahn, das war eine Zeltplane. Sein eigenes individuelles kleines Feuer machen. Es ging runter zum Fluss. Dort wurde gebadet. Ja, der Kopf wurde sich rasiert. Und dann wurden, und das war ganz wichtig, die Füße untersucht. Die Füße wurden jeden Tag gründlich gewaschen. Untersucht auf kleine Verletzungen. Wenn man eine kleine Verletzung hatte, dann ging sofort zum Sanitäter des Zuges oder zum Arzt. Wir hatten damals den zweiten Medizinmann dabei, das war der stellvertretende Regimentsarzt, und der sah sich von jedem Legionär jeden Abend die Füße an. Ja, da gab es kein Murren, da gab es kein Knurren, jeder musste bei dem antanzen. Denn die Füße waren das wichtigste Instrument für uns. Ja. Dazu möchte ich eine Sache noch sagen, wir hatten diese Rangers, diese Armeestiefel der Armee Française, die waren sehr gut. Wir hatten die natürlich vorher präpariert, einmal reinpissen, zweimal reinpissen, trocknen lassen. Das Leder war weich. Und wir trugen in den Stiefeln keine Strümpfe, also keine Socken. Wir schlüpften da rein wie in einem Mokassin. Und das Leder hat sich richtig um diese nackten Füße geschlossen. Das war weich, richtig weich. Tolle Sache. Ja. Und falls ein Legionär feststellte, dass er eine kleine Verletzung hatte, wurde diese sofort verarztet. Ja. Wenn es Blasen gab, wurden die Blasen aufgestochen. Es wurde eine rote Flüssigkeit hineingespritzt, dass diese Stelle austrocknete. Ja. Ab und zu wurden die Füße abgetaped. Das heißt, vorne die Fußspitzen, die großen Zehen, die kleinen Zehen wurden abgetaped, denn die kamen ja vorne mit der Fußspitze in Kontakt, ebenso wie die Fersen. Ja. Alles in allem gesehen hatten wir relativ wenig Probleme mit den Füßen. Ja. Wo wir mega Probleme hatten, war mit der Awara-Palme. Die Awara-Palme ist eine Palme, die wird ungefähr 6-7 Meter groß. Sie hat schwarze Stacheln, ungefähr so lang. Und die wuchsen überall, diese scheiß Awara-Palmen. Ja. Und wenn du damit in Kontakt kamst, wenn du dir so eine Spitze reinrammtest in das Fleisch, und das passierte dir jeden Tag 10-12 Mal, dann brach die Spitze ab und das entzündete sich. Und das tat sau weh. Ja. Von den Feuerfliegen gar nicht zu sprechen. Ja. Ja, und der allerschönste Part des Tages war eigentlich, wenn alles gemacht war, wenn dann auch die Kollektivwaffen gereinigt
waren, denn jeden Tag musste man die Kollektivwaffen reinigen, ja, wieder einölen, auseinandernehmen, reinigen, wieder einölen. Und die individuelle Waffe natürlich, die FAMAS oder die FRF 1, wir hatten damals die FRF 1, die mussten natürlich jeden Abend gereinigt werden, wenn der Körper versorgt war, wenn der Geist versorgt war und man dann abends in seinem Hammack lag oder noch außerhalb des Hammacks auf einem Baumstumpf saß, in sein Feuer reinschaute. Man sah die Wachen, wie sie ums Lager strichen, ja. Aufmerksam, höchst aufmerksam. Ich sage Wachen, denn wir hatten mehrere Wachen verteilt, an allen vier Himmelsrichtungen eine. Ja, jeder hatte seinen Sektor. Und das war dann die schönste Zeit des Tages, würde ich sagen. Wenn es dann langsam dunkel wurde, ja, ganz dunkel wurde es eigentlich nie, ja. Denn die Wachen sorgten immer dafür, dass immer noch ein Restfeuer da war. Und dann konnte man in sich gehen, dann konnte man Revue passieren lassen. Was ist denn am heutigen Tag alles passiert? Und das war ganz, ganz wichtig, ja. Wir haben jetzt also alle Teams durch besprochen. Noch einmal im Rückblick, einmal ganz vorneweg die Orientierungsleute, Group Topo, ja. Gefolgt von den Athleten, Bäume markieren, gefolgt von den Leoneuren, den Weg sauber machen, gefolgt vom Zugtrupp des Leutnants, seinen Mannen, den Funkern, den Ärzten und so weiter, ich erspare mir den Rest, ja, und den Porteuren, die starken Lasten oder die schweren Lasten tragen und ganz zum Schluss in diesem Fall die Gruppe Topophil, ja, verantwortlich für die zurückgelegte Distanz. Man kann sich vorstellen, dass dieser Zug aufgeteilt in diesen Teams sich ungefähr auf eine Distanz, würde man sagen, 800 Meter bis 1 Kilometer dahin zog, wie eine Schlange durch den Urwald. Ja. Da hörst du ab und zu ein lautes Stöhnen, ein lautes Ächzen, ab und zu ein Schrei. Es kam natürlich vor, dass in dem Team der Leoneure, dass die Kuckuckspitze die Kniekehle des Vordermanns erwischte und eine Sehne durchtrennte oder eine Fleisch- oder eine Schnittwunde hinterließ. Das kam sehr oft vor. Ja, und dann, wie gesagt, diese Awara-Palmen, die vor denen keiner und niemand sicher war bei uns. Ja, aber es war ein menschliches Abenteuer, ja. Je länger wir durch den Urwald marschierten, desto öfter stellten wir fest, dass das Tempo mit jedem Tag erhöht wurde. Das heißt, der Leutnant peitschte seine Legionäre jeden Tag mehr an. Jeden Tag musstest du schneller laufen. Und wir haben auch bald herausgefunden, warum. Es war nämlich geplant, dass wir in der Mitte des Marsches, also nach 25 Kilometer, einen Berg erklimmen sollten mit dem Namen Python Baron. Und auf diesem Python Baron war eine natürliche Lichtung und dort sollte ein Hubschrauber landen, der uns mit Nachschub versorgen sollte. Ja. Deswegen, und wir waren der Zeit schon ein bisschen hinterher, deswegen jeden Tag schneller marschieren. Ja. Es gab zwei Dinge, die mich bei diesem menschlichen Abenteuer ganz schwer beeindruckten. Ja. Das war einmal diese Robustheit der Männer, die ich nie für möglich gehalten hatte. Ja. Was schon Wahnsinn, was da für körperliche Leistung gefordert war, körperliche Leistung, die auch dann gegeben wurde. War schon Wahnsinn. Und das zweite war der absolute Zusammenhalt. Ja. Die Aufsichtspflicht der Chefs, aber auch die der Kameraden. Ja. Ich habe oft genug gesehen, wie bei den Trupp der Porteure ein Legionär am Rande der Katastrophe stand. Der konnte nicht mehr, der wollte nicht mehr. Körperlich, psychologisch, völlig am Ende. Und dann habe ich oft gesehen, wie dann einfach ein älterer Legionär, der sowieso schon 40, 50 Kilo trug, wortlos hinging zu dem Legionär und der nahm dem das Seil ab, legte es sich auf den Rücken und marschierte stoisch weiter, ohne ein Wort. Da wurde nicht geredet, das wurde einfach getan. Und das habe ich so oft gesehen und ich sagte, hey, wo bin ich hier gelandet? Wahnsinn. Ein Zusammenhalt, ein Chorgeist, ein Gefühl der Waffenbrüderschaft. Wahnsinn. Das gibt es nirgendwo anders, dachte ich. Und jetzt mal ehrlich, habt ihr gedacht, ihr kommt heute ohne davon?
No way. Adieu, adieu. En marchant dans le soleil levant, tête haute, le chef dans le vent, légionnaire estrophe de ton bataillon, le premier de la légion. Adieu, adieu, ô belle abbesse, le vénéré de nos aïeux. Nous garderons la tradition et combattrons pour la gloire du fanion en marchant dans le soleil levant. Tête haute, le chef dans le vent. Légionnaire espoir fait de ton bataillon, le premier de la légion. Adieu, adieu, ô belle abbesse.